Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 16. September. Und heute geht es mal wieder wandern. Das habe ich ja nicht so oft gemacht dieses Jahr. Aber heute habe ich tatsächlich mal richtig Lust wieder auf ein bisschen Wald, auf ein bisschen fußläufige Sachen. Und ich nehme euch mit auf eine Tour von Zellermeles auf den Ruppberg und dann weiter nach Oberhof. Der Ruppberg ist der Berg hier in der Region, von dem man den tollsten Ausblick einmal ringsrum, also 360 Grad Panorama über den Thüringer Wald hat. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Da oben gibt es eine kleine Gastronomie. Da wird heute bestimmt auch einiges los sein, aber so voll ist es in der Regel da nie, weil es doch ein recht beschwerlicher Anstieg ist. Lasst euch überraschen, was es alles unterwegs Spannendes zu entdecken gibt. Und dann bis später. Und da ist er auch, der Ruppberg. Ich zoome ihn mal ein bisschen ran. Da oben geht es heute drauf. Im Moment folge ich jetzt diesem Hans-Renner-Gedenkweg. Das ist ja ein ehemaliger Skispringer aus der Region. Skispringen war in der DDR sehr, sehr populär und wurde auch sehr gefördert. Und viele bekannte Skispringer kommen hier aus der Ecke oder kamen hier aus der Ecke. Wir befinden uns immer noch auf dem Hans-Renner-Gedenkweg und das ist eine kleine Schanze am Schwarzen Hügel. Und hier fand das erste Skispringen der Welt auf Kunststoffmatten statt, und zwar am 25.08.54. Und der Erfinder dieser Kunststoffmatten war ja dieser Hans-Renner. So, jetzt gucken wir mal hier, wen wir haben hier aus diesen 1954 die ersten Skispringer. Und wer sich ein bisschen mit Wintersport auskennt, Helmut Recknagel bestimmt was, weil das war dann einer der erfolgreichsten. Und zwar war der zum Beispiel Gewinner der Vier-Schanzentournee, Olympiasieger, Weltmeister und natürlich Ehrenbürger. Das ist Steinbach-Hallenberg und das ist hier gar nicht so weit weg. Erster Weltrekord auf Kunststoffmatten. 23 Meter. Na süß. Da lachen ja heutzutage die anderen Skispringer drüber. Aber 23 Meter war damals wahrscheinlich schon eine ordentliche Leistung. Ich laufe jetzt schon wieder ein ganzes Stückchen leicht bergab. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich ja eigentlich nachher wieder hochmurten muss, das Ganze. Ich wollte eigentlich unnötige Höhenmeter vermeiden, aber das ist genau die Strecke, die ich das letzte Mal aufgewandert bin. Ich habe nämlich vorhin mal überlegt, wann ich das letzte Mal hier war. Und das ist schon wieder fast ein Jahr her. Das war irgendwann erstes Novemberwochenende. Weil ich weiß, dieser Ruppberg hat immer bis zum letzten Oktoberwochenende geöffnet. Das wird von so einem Verein betrieben. Ich muss immer so ein bisschen auf den Weg gucken nebenbei. Und die machen das, glaube ich, vom 1. April bis 31. Oktober. Und da war ich mit einer Freundin dann das Wochenende danach. Und da hatten die so
Reste trinken gemacht, sozusagen, so ein Ausverkauf. Und das war natürlich super. Es war auch ganz, ganz tolles Wetter. Und wir hatten dann noch gar nicht mit gerechnet, dass es da oben irgendeine Verpflegung gibt. Und es war auch nicht voll. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Super schönes Wetter, super schöne Sicht. Und bin ich mal gespannt, wie es heute da oben wird. Das ist ja so ein richtig toller Buchenwald oder Buchenmischwald. So ein paar Nadelbäume sind dazwischen, aber hauptsächlich Buchen. Und das sieht natürlich dann Ende Oktober, Anfang November, wenn das Laub sich verfärbt, richtig schön aus. Schaut euch mal diese schöne alte Buche an. Hier hinten ist auch noch eine mit ganz vielen Verzweigungen nach oben. Ja, gleich sind wir wieder unten in Zellerwehles. Man hätte auch durch die Stadt laufen können vom Bahnhof. Im Endeffekt ist das eigentlich egal. Da ist das, glaube ich, hier oben durch den Wald schon schöner. Da müssen wir hin, auf den Berg da oben. So, ich habe es gerade hier in dieser Gartenanlage. War hier gerade so ein schöner Baum mit Äpfeln. Da habe ich mal geguckt, ob ich irgendwo rankomme. Gegenüber auf der anderen Seite in der Gartenanlage, da war gerade eine ältere Frau und hat da ein Beet was gehackt. Und da sind wir so kurz ins Gespräch gekommen. Und ja, und dann kam der Mann noch dazu und hat mir auch noch 4 Äpfel von seinem Garten gebracht. Und jetzt habe ich da drinnen bestimmt 6 oder 7 Äpfel liegen im Rucksack. Und die muss ich ja jetzt auch alle den Berg hochschleppen. Ach ja, aber der Baum, also die waren wirklich lecker. Boah, Wahnsinn. Und es gibt ja dieses Jahr so viele Äpfel. Jetzt geht es tatsächlich wieder runter nach Zellerwehles. Schöne kleine Runde durch den Wald gedreht. Ich hätte natürlich auch durch die Stadt laufen können, aber wäre ich ja nicht bei den Äpfeln vorbeigekommen. Also es hat immer alles seinen Sinn, egal was man macht. Es macht immer alles irgendwo einen Sinn. Deswegen ist kein Weg der falsche, es ist halt nur ein anderer. Und jeder Weg hat irgendwas Gutes, egal ob im Leben oder einfach beim Wandern. So, meine Weisheit des Tages für heute. Jetzt geht's den Berg hoch. Und zwar geht's hier erstmal so einen schönen alten Villen noch entlang aus Zellerwehles hinaus. Aber jetzt wird's anstrengend. Nicht schlecht, ne? Wenn man hier so wohnt. Total ruhig. Habe ich immer so ein Sitzkissen dabei. Jetzt muss ich das noch erstmal finden. Guck mal, wie das bei mir hier drin aussieht in der Tasche. Alles voller Äpfel. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hin tun soll. Ich tue die erstmal hier auf dem Boden. Ich muss ja an mein Sitzkissen hier dran kommen irgendwie. 2, 4, 6 Äpfel habe ich hier jetzt drin liegen. Noch 2. So. 3 habe ich mir gepflückt und 3 habe ich noch bekommen von den Leuten. Und hier ist noch einer. 7. Eieieiei. So. Ich habe das Kissen. Und hier ist ein Nagel. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das geht schon. Und jetzt gibt es Päuschen. Puh, das reicht auch schon. Ich bin schon ein ganzes Stückchen gelaufen. Ist auch schon ordentlich was an Höhenmetern zusammengekommen. 6,24 bin ich gelaufen. Und im Moment habe ich 7% Steigung. Ich zeige euch das mal. Jetzt wird es mal einen von den Äpfeln geben. Na, werde ich mal einen von den hellen probieren, die mir der Mann gebracht hat. Mal gucken, wie die schmecken. Das ist ein Grafensteiner, hat er gesagt. Und die sind so ein bisschen säuerlich. Mal gucken. Mal gucken, ob ein Mitbewohner drin ist. Hm.
Wow. Lecker. Echt. Der schmeckt auch sehr, sehr gut. Überhaupt nicht sauer. Na denn, bis nachher. Wenn ich jetzt hier so lang laufe und hier diese Wiese im Hintergrund sehe, fällt mir glatt ein, dass es hier oben einen richtig, richtig tollen Pausenplatz gibt. Ja toll, zu spät gesehen, zu spät dran gedacht. Ich zeig's euch mal. Da oben unterhalb von den Bäumen ist eine tolle Bank und da hätte man sich hinsetzen können. Das ist jetzt der Gemsenstieg zum Ruppberg. Und von da bin ich gekommen. Diese Wiese hier und dieser Platz heißt Hosenlatz. Ist das nicht lustig? Ich bin ja kein Pilzkenner, deswegen lasse ich die auch schön stehen. Also ich habe jetzt hier schon etliche Pilze gesehen. Der ist ganz schwarz, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das hier würde ich ja jetzt glatt mal als Marone oder Steinpilz hier zuordnen. Aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, deswegen fotografiere ich sie nur. Das reicht. So, jetzt geht es noch mal ein Stückchen rauf hier. Und irgendwann sind wir auf dem Hauptweg und dann kommt der letzte steile Anstieg. Leider geht es nicht so schön gerade weiter, sondern es geht da weiter. Und da ist sogar eine ganz verwaschene Markierung am Baum. Doch die erste, die ich jetzt hier sehe, ein roter Punkt auf weißem Grund. Aber warm ist mir. Aber so weit kann es nicht mehr sein. Oh Mann, das zieht sich. Das ist jetzt aber mehr als 7%. So, 21% Steigung habe ich jetzt gerade. Viel ist es nicht mehr. Manchmal entdeckt man sogar noch eine verlorene Himbeere. So eine oder andere habe ich heute schon entdeckt. Eine Brombeere hatte ich schon. Ja, aber viel ist es nicht mehr. Und da das ja so mitten am Weg liegt, ist das natürlich alles abgefuttert. Leute, könnt euch nicht vorstellen, wie steil das jetzt hier ist. Also es geht fast senkrecht drauf. So, wenn man jetzt gedacht hat, man ist oben, ja, Pustekuchen, das ist noch lange nicht oben, da ist dann oben. Hier geht's noch rauf, auf den Ruppberg, der liegt auf 866 Meter, hier runter geht's lediglich zum Parkplatz und da geht's dann auch nach Oberhof, da laufe ich dann nachher weiter. Aber jetzt muss ich da noch rauf, noch einige Meter. Da geht's gleich weiter. Da hinten sind irgendwelche Kids, die da Krach machen.
Ich hoffe, die kommen runter. Ja. Ruckberggipfel, 500 Meter. Jetzt geht es hinauf auf den Ruckberg. Jetzt sind es wirklich nur noch diese 500 Meter. Und hier ist auch der Sagenwanderweg. Na denn, zum Wohl. Ich lasse es mir jetzt schmecken hier. Genießt die Aussicht. Hier gibt es auch eine Stempelstelle. Aber ich muss ja nicht stempeln. Ja. Das ist ein alter Vulkankegel. Also diese ganzen Gipfel hier sind teilweise Vulkangestein. Der Inselsberg zum Beispiel auch. Und auf jeden Fall sind wir hier auf einem Gipfel eines ehemaligen Vulkans. Jetzt geht es gemütlich Richtung Oberhof weiter. Boah, ich habe jetzt hier so einen Radler getrunken. Boah, das geht so in die Beine. Unglaublich. Mann. Wenn man dann da so schön sitzt, da ging so ein leichtes Windchen. Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Ja, noch 7 Kilometer jetzt bis Oberhof. Ja, das lasse ich jetzt noch gemütlich angehen. Ich muss dann eh in Oberhof gucken, wie ich dann wieder zum Bahnhof komme. Entweder mit dem Bus nach Zellameles runter oder nach Gotha. Das werde ich dann sehen. Eins von beiden wird dann schon irgendwie passen. Das ist übrigens die Station vom Ruckberg, die Materialseilbahn. Das muss ja irgendwie alles da nach oben gebracht werden. Und da es da keine Straße gibt, wenn man so einen schmalen Pfad, kann man das nicht mal mit einer Karre oder so hochschieben. Aber das gibt es ja in den Alpen auch, dass man dann solche Materialseilbahnen hat. Ich habe hier doch tatsächlich noch ein Brombeergebüsch gefunden. Aber wie es halt immer so ist, da wo die schönsten hängen, da kommt man nicht dran.
so ein paar sind es schon. So, die letzte. Und weiter geht's. Jetzt bin ich wieder hier auf dem Weg, ganz alleine. Parkplatz habe ich hinter mir gelassen. Es ist jetzt noch nicht so der schönste Weg. Die haben das zwar wieder aufgekiest, was die Forstfahrzeuge hier kaputt gemacht haben. Aber es ist halt, ja, so ein kleiner Trampelpfad läuft sich halt schon schöner. Ich bin jetzt auch ziemlich müde und kaputt nach diesem Radler und der Bratwurst. Boah, das fühlt mich jetzt hier ganz schön motivieren, die letzten 7 Kilometer noch zu laufen. Vor allem, es sind ja noch 7 Kilometer. Das ist also schon noch ein ganzes Eckchen. Und da es hier auch leicht bergauf geht, kommt man jetzt auch nicht so schnell vorwärts. Wir sind ja heute dabei, die sind richtige Uschis hier. Guckt euch das mal an, wie groß die sind. Ich halte mal meinen Stock drin. Boah, guck dir mal. Ja, so ein Meter oder so ist der dick. Wahnsinn, der hier auch. Der ist auch so groß. Boah, so viel Holz. Ich habe gerade einen Ameisenhaufen entdeckt. Ja, mal gucken. Das ist ein Gewusel hier. Ja, das ist schon mal spannend, wie die sich so organisieren. Das ist eine himmlische Ruhe hier im Wald. Wahnsinn. Am Wochenende kaum jemand unterwegs, beziehungsweise das verläuft sich ja hier auch im Wald. Da gibt es so viele Wege, die man gehen kann. Jetzt kommen wir hier zum Veilchenbrunnen. Ich mache jetzt auch keine Pause mehr, also keine Essenspause, keine Einkehrpause. Ich werde mich jetzt hier nochmal in den Veilchenbrunnen ein bisschen setzen. Ich habe eigentlich keinen Hunger, aber irgendwie so ein halbes Brötchen werde ich jetzt, glaube ich, noch essen von meinem mitgebrachten Essen. Es ist so, bis Oberhof sind es auch noch 3-4 Kilometer, also irgendwie komme ich überhaupt nicht vorwärts. So, das ist der Veilchenbrunnen. Das ist sogar Trinkwasser. So, auf dieses Bänkchen werde ich mich jetzt hier setzen. Ein kleines Päuschen machen. Das war jetzt nichts mit größerer Pause. Ich habe nämlich jetzt gleich mal geguckt, wann die nächste Verbindung ist von Oberhof nach Erfurt. Und da ist jetzt eine in 50 Minuten am Rondell. Das heißt, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen sputen. Das müsste ich schaffen, weil die Verbindung ist ganz gut. Da habe ich einen ganz guten Anschluss in Zellermelis. Ansonsten fährt dann noch mal 40 Minuten später einer. Aber da sitze ich fast eine Stunde in Zellermelis am Bahnhof rum. Das ist mir eigentlich zu lange. Oh, leck mich, jetzt geht es ja auch noch bergauf. Also ich packe euch jetzt erstmal weg und schaue, dass ich pünktlich am Rondell an der Bushaltestelle bin. Bis später.
Jetzt bin ich hier am Rennsteig und jetzt geht es eigentlich nur noch runter zum Rondell und schaut mal, wie hier steht. Weg gesperrt, Umleitung. Ja, eine Umleitung, keine Ahnung. Die machen hier irgendwas an dem Weg und ich habe keine Zeit, hier eine Umleitung zu laufen. Und jetzt haben Leute hier gesagt, hier gibt es einen Trampelpfad und dann laufen wir hier parallel dazu den Weg hier runter. Ich nehme mal, die bauen hier irgendwas, die machen den Weg schöner, breiter, was auch immer. Und da geht das natürlich nicht, wenn dann in der Woche da Leute langlaufen und mit dem Rad langfahren. Deswegen hat man das hier wahrscheinlich jetzt alternativ angeboten. Na supi. Sieht auch so aus, als ob ich das mit dem Bus hinkriege. Es war noch ein paar Minuten zu laufen. Ich habe aber nicht mehr so viel Kilometer, dass das jetzt nicht zu schaffen wäre. So. Okay, aber nichtsdestotrotz muss ich mich noch ein bisschen sputen, dass ich das dann auch wirklich schaffe. Ich melde mich dann einfach nochmal von der Bushaltestelle. Bis gleich. Der Raum ist hier gesperrt. Die legen hier irgendeine neue Leitung. Naja, und klar, da kann man natürlich in der Woche nicht lang. Am Wochenende, wenn die hier nicht arbeiten, geht das schon. Hier gibt es auch die Möglichkeit, jetzt wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ist ja auch lustig, dass die hier mitten auf dem Rennstreck so eine Leitung legen. Für was auch immer. Naja, muss ja irgendwie auch das versorgt werden, was da so am Rennsteig liegt. Ja, so Hütten und sowas. Das ist jetzt die Brücke über die Straße, über die Hauptstraße, die runtergeht nach Celaveles. Das ist das berühmte Rondell. Früher war das mal ein bisschen anders, ein bisschen kleiner. Da gab es hier noch keine große Straße. Da war das alles noch ein wenig beschaulicher. Da gab es hier nämlich auch einen Parkplatz. Den haben sie jetzt alles ein bisschen vergrößert. Der ist nämlich jetzt dahinter. Und mit diesem Bild vom Rondell, ich gehe hier noch ein bisschen weg, weil hier sonst einfach zu laut ist von der Straße, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin noch rechtzeitig an der Bushaltestelle. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem jetzt hier für mich, die paar Minuten noch auf den Bus zu warten. Der bringt mich dann gleich runter nach Celaveles an den Bahnhof. Und von dort habe ich relativ guten Anschluss an den Zug nach Erfurt. Wenn wir schon nicht nach Oberhof rein können, kann ich euch hier noch ein bisschen mal was von Oberhof zeigen. So, wir sind jetzt hier am Rondell. Hier ist Oberhof. Hier ist die Bobbahn. Hier ist die Skisporthalle. Hier ist die Bobbahn, hier ist die Skisporthalle. Hier ist die Biathlon-Arena. Hier geht der Rennsteig lang. Sich schon, das ist schon eine interessante Geschichte. Bevor die GoPro hier gleich den Geist aufgibt, weil das Akku alle ist, werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich bin ziemlich kaputt, es war aber eine richtig schöne Runde. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder wandern zu gehen auf dem Ruppberg, das lohnt sich immer. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch irgendwas gefallen hat, ihr irgendwelche Anregungen, Inspirationen habt, wenn ihr selber schon mal hier in der Ecke unterwegs wart, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten habt eine schöne Zeit. Ah, jetzt knattert hier gleich ein Moped. Von allen Seiten kommen hier die Mopeds. Ja. Habt eine, oh Mensch, muss ja jetzt hier so einen Krach machen. Habt eine schöne Zeit, was auch immer ihr gerade macht. Bleibt gesund und habt euch lieb. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.